Hallo Beauties, diesmal gibt es wieder eine neue Geschenkidee von mir und zwar machen wir Bodybutter selbst. Die Zutaten, die wir dazu brauchen, sind eigentlich recht übersichtlich. Ich liste die euch nochmal in einem separaten Blog-Eintrag und dann starten wir mit einem guten gehäuften Esslöffel Kokosöl. Das geben wir in einen alten Topf, den wir jetzt nicht mehr unbedingt zum Kochen benutzen. Und dann geht es weiter mit einem Esslöffel Kakaobutter. Optional wäre dann auch noch ein bisschen Shea-Butter, muss aber nicht sein. Kakaobutter und Kokosöl reichen vollkommen aus. Das erhitzen wir jetzt ganz, ganz vorsichtig auf einer Herdplatte oder im Wasserbad, bis die ganze Masse komplett geschmolzen ist, also komplett flüssig geworden ist. Was ihr dann noch machen könnt, ist, dass ihr ein paar Tropfen Parfümöl hinzugebt, einfach um das noch so ein bisschen lecker zu beduften. Und dann wandert diese ganze flüssige Masse für ein gutes Stündchen in den Kühlschrank zum Aushärten. Und das Letzte, was wir machen müssen, ist, dass wir diese fest gewordene Masse einfach aufschlagen. Das seht ihr hier. Und zwar soll sie dann auch genauso aussehen wie so wunderbar weiße, fluffig geschlagene Sahne. Und dann füllen wir das einfach nur noch oben in ein hübsches Glasgefäß oder was immer ihr zu Hause findet. Und dann ist die Bodybutter auch schon fertig. Entweder zur Eigennutzung oder natürlich zum Verschenken. Ich finde, das ist eine ganz super süße Do-it-yourself-Geschenkidee. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer ein bisschen gefallen. Bis bald!